SharePoint-Podcast, Ausgabe 431 vom 17.04.2021. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Zuverlässig wie fast jede Woche herzlich willkommen zur 431. Ausgabe des SharePoint Podcast. Ja, es gibt mal wieder eine neue Episode und irgendwie hat es mich jetzt wieder gepackt, doch wirklich mal wieder regelmäßig diesen Podcast mit Episoden zu bespielen. Sage ich ja schon seit längerer Zeit, so viel Videos zwischendurch, aber ich glaube, dieses Medium sollte nicht vernachlässigt werden. Und ich habe mir jetzt auch gerade mal Hindenburg wieder etwas genauer angeschaut, auch mal geschaut, ob ich da was mit Kapitelmarken machen kann. Sieht sehr promising aus, mal gucken. Wenn ich allerdings auf meinen Laufzettel heute schaue, dann muss ich sagen, boah, dieser Podcast, diese Ausgabe hat richtig viel Content an Hinweisen auf kommende Events, an denen ich teilnehme, beziehungsweise auch ein Interview haben wir dabei und wir blicken, und damit fangen wir heute mal an, kurz zurück auf die letzte Ausgabe, die 430. Da hatte ich ja meinen MVP-Kollegen Matthias Einig zu Gast, der uns einerseits ein bisschen was über seine Erfahrung in den letzten Jahren community-mäßig rund um Covid erzählt hat, aber auch das neue Tool von seiner Firma Rancor vorgestellt hat, nämlich Rancor Governance für Microsoft 365. Wer es gehört hat, wird sich daran erinnern. Wer nicht, der sollte vielleicht da nochmal reinhören. Mit dem Tool kann man Microsoft 365, Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive, Azure und Power Apps in Zukunft auch noch komplett monitoren, schauen, ob alles richtig läuft, sich Alert setzen und so weiter und so fort. Alles in einem schönen Dashboard. Was ich hier gerne noch nachreichen möchte, ist, dass der Björn Erkens von Rancor uns für die letzte SharePoint-Sendung, Nummer 29, die war auch letzte Woche online, könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen, da hat er uns eine kleine Demo davon aufgesetzt, damit man mal sieht, wie diese Rancor Governance funktioniert. Und das habe ich als einzelnen Ausschnitt aus der SharePoint-Sendung jetzt in den YouTube-Kanal hochgeladen haben. Ihr könnt euch das unter bit.ly, also bit.ly/rencgov anschauen. Und natürlich, der Link steht auch in den Shownotes hier drin. So viel zur letzten Sendung. Jetzt geht's in die nächste Woche. Und da mache ich ein Webinar zusammen mit Jörg Stappert von Omnia. Schließt sich an unser Panel an, was ich im letzten Mal auch schon vorgestellt habe, was wir am 7.4. gemacht haben, zusammen mit der Steffi Gröschow. Und das ist der erste Teil einer Webinarreihe, die, wie gesagt, am nächsten Mittwoch, am 21.4. um 14 Uhr beginnt und dann am darauffolgenden Mittwoch und am darauffolgenden Mittwoch weitergeführt wird. Es geht um Einrichtungstipps für den Modern Workplace und am Mittwoch, dem 21., werde ich zusammen mit dem Jörg mir anschauen, wie man mit Omnia Intranet und Teams miteinander kombinieren und miteinander verbinden kann. Das wird sehr spannend werden. Ich kann euch nur empfehlen, euch zu dem Webinar anzumelden. Den Link packe ich dazu in die Shownotes. 21.04. 14 Uhr. Dann habe ich ein Interview für euch gemacht. Kurz und knapp ist es diesmal. Es ist mit dem Alexander Pohling von Vialutions und die haben ein, schon seit längerer Zeit, seit 2012 ist es schon, haben die ein Tool für SharePoint gebaut, das nennt sich VGoal und ist dazu gedacht, große sportliche Ereignisse mit einem Tippspiel zu unterstützen, was man dann über SharePoint spielt. So, und jetzt, wir sind alle im Homeoffice, wir haben Corona und keine Ahnung, keiner kann mehr richtig in der Firma was miteinander machen. Es sei denn, man hat Teams, das hat man natürlich, und insofern hat man jetzt dieses VGoal-Spiel in Teams eingebaut, sodass ihr vielleicht für den im Juni anstehenden großen sportlichen Event ein Tippspiel mit euren Kollegen virtuell über Teams organisieren könnt. Vielleicht ein guter Anreiz, mal wieder den vielleicht im letzten Jahr doch gelittenen Zusammenhalt unter den Kollegen zu fördern. Und was es mit VGoal auf sich hat, dazu kurzes Interview mit Andreas Pohling.
Ja, mein Name ist Andreas Pohling, Geschäftsführer bei der Vialutions. Die Vialutions ist ein Softwarehaus. Wir kümmern uns im Wesentlichen um individuelle Softwarelösungen für Geschäftskunden. Das im Wesentlichen im Microsoft.NET-Umfeld und dort entweder, wie gesagt, reine Softwarelösung oder auch im SharePoint-Umfeld. Beides ist vertreten. Vialutions, ich kenne dich auch schon längere Zeit, ihr seid ja auch schon lange am Markt. Und ihr habt immer die ein oder anderen coolen Tools. Anlass ist die Fußball-Europameisterschaft, die ja tatsächlich in diesem Jahr stattfinden wird, ein Jahr verspätet. Und da habt ihr ein ganz tolles Tool gebaut, beziehungsweise ein Tool, was ihr, glaube ich, auch früher schon hattet, mal weiterentwickelt. Worum handelt es sich denn da? Ja, wir haben also wirklich alle zwei Jahre an sich so eine witzige Lösung. V-Goal nennt sich das. Alle zwei Jahre deshalb, weil sich ja Europameisterschaft und Weltmeisterschaft immer abwechseln. Und das ist ein Wettspiel, was man im SharePoint installieren kann, wo dann sozusagen firmenintern die ganzen Kollegen Wetten abgeben können und dann man sehen kann, auf die Spiele. Und damit dann die in der Top 10 gepflegt wird. Und viele Kunden nutzen das eben, um ihre Leute, sage ich mal, zu integrieren, wie man es nennen will. Und das Tool kommt immer sehr gut an. Es findet reißenden Absatz. Wie gesagt, ich glaube, seit 2012 machen wir das. Und wir haben da durchaus einen festen Kundenstamm, die dann schon immer nervös werden und fragen, wenn es endlich weitergeht, wenn wir uns nicht früh genug melden. Und in dem Tool, also das deployt man auf SharePoint, beziehungsweise kommen wir gleich nochmal zu, auch natürlich in Teams. Ist der gesamte Spielplan vorhanden, da kann man die Ergebnisse eintragen, kann auf die einzelnen Spielen wetten. Und wenn ich das von euch auch richtig mitbekommen habe, wie gesagt, ihr habt das Tool seit 2012, das ist in vielen Firmen ein richtiger Hit gewesen, um, wie sagen wir mal, ja, die Zusammenarbeit oder ein bisschen Aktivitäten gemeinsam zu machen rund um so einen großen Fußball-Event. Ja, die Kunden nehmen das sehr ernst oder die Teilnehmer dort. Erstens, Kunden durchaus geben da größere Preise oder machen das, also die ersten drei bekommen die und die Sachwertpreise, machen die einiges, bieten die ihren Mitarbeitern schon etwas und dann müssen auch die Administratoren die Ergebnisse zeitnah nach so einem Spiel bereitstellen, dass jeder sieht, in welcher Position er sich jetzt befindet. Und es gibt ernste Diskussionen jedes Mal über die Punkteverteilung und warum, weshalb, deswegen. Du würdest staunen, was da alles an Kreativität gefördert wird. Naja, und ich glaube, gerade jetzt in den Zeiten von Homeoffice und so weiter ist ja das Thema Zusammenhalt unter den Mitarbeitern, mal Incentives zu starten oder andere Dinge zu machen als nur die täglichen Meetings, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist. Und deshalb habt ihr jetzt V-Goal auch auf Teams umgestellt. Das heißt, man kann V-Goal jetzt auch komplett in Teams spielen. Ja, klassisch gesehen hatten wir V-Goal immer für On-Premise-SharePoint angeboten, sind dann aber jetzt auch auf Microsoft 365 umgeschwenkt. Und dort geht sowohl im SharePoint, aber eben auch im Teams selbst. Das heißt, der Kunde kann direkt das im Teams einbetten, das geht auf dem Desktop, genauso wie auf dem Mobile Client, und da kann das dann direkt benutzt werden. Ich glaube, das ist eine gute Sache, denn ich denke mal, bis wann ist die Europameisterschaft eigentlich? Juni, ne? Oder ist es erst im Juni? Genau. Im Juni. Naja, bis dahin wird ja Homeoffice immer noch ganz oben stehen, ne? Ich fürchte, wir werden nach wie vor noch im Homeoffice größtenteils sitzen, ganz genau. Ja, und also, was braucht man denn jetzt dafür, um das zu machen? Wie kommt man jetzt ran, wenn man sagt, oh ja, das ist eine gute Idee, das wollen wir jetzt mal in unserem Unternehmen einrichten? Wie kommt man jetzt ran? Was muss man machen? Was kostet es vor allen Dingen? Relativ einfach. Also einfach bei uns auf die Homepage gehen, vialutions.com. Dort gibt es dann entsprechende Verweise. Man kann sich da an uns wenden. Wir haben jetzt den sogenannten Early Bird Preis. Der gilt bis Mitte Mai. Da sind das 199 Euro. Und danach sind das 279 Euro. An dem Preis erkennt man, wir verdienen da wirklich nicht viel dran. Es geht wirklich darum, hier zu zeigen, was ist möglich im SharePoint oder eben auch jetzt, was ist möglich in Microsoft Teams. Und um hier sozusagen einen Zusammenhalt, einen sozialen Charakter für eine Firma höher zu stellen.
Ja, also ich glaube, eine schöne Idee. Ich denke mir, ihr werdet es bei euch auch spielen, kann ich mir gut vorstellen. Oh ja, auf alle Fälle. Die ersten Wetten sind bei uns schon im System drin und die Leute werden ungeduldig, definitiv. Ja. Ja, also dann wünsche ich euch viel Erfolg damit. Natürlich alle. Ich glaube, es ist ein guter Tipp, nochmal vielleicht gerade in den Zeiten, wo wir alle endlos vor den Bildschirm hängen und irgendwie wieder auf Kontakt mit unseren Kollegen hoffen, vielleicht in echt, dass man hier nochmal so einen zusätzlichen Push im digitalen Bereich bekommt, um einfach nochmal auch so ein Event wie die Fußball-Europameisterschaft, obwohl wir ja in Deutschland mittlerweile nicht mehr ganz so gut spielen wie früher, aber trotzdem nochmal eine Begeisterung dafür hervorheben kann. Ja, die Mannschaft könnte besser sein, da stimme ich dazu. Aber ich denke, das ist eine Turniermannschaft, wie immer. Die schaffen das, die kommen bloß raus. Ich drücke auf alle Fälle die Daumen. Okay, Andreas, vielen Dank. Wie gesagt, Link posten wir in die Shownotes mit rein. Und dann kann ich allen nur wünschen, viel Erfolg und viel Spaß bei dem Siegerholen. Ja, ein Video dazu gibt es auf dem YouTube-Kanal. Schaut mal bei der SharePoint Community YouTube-Kanal rein. Da findet ihr das Video dazu, wo einfach mal kurz gezeigt wird, wie Goal ausschaut. Und ansonsten kommt ihr auf die Webseite unter bit.ly/vgoal. Link natürlich auch in den Shownotes. So, da haben wir da auch einen Haken hintergesetzt. Was habe ich dann noch? Ja, Videos. Oh Gott, und Livestreaming. Ich habe letzte Woche auf der Microsoft Modern Work Week, der Digital Modern Work Week, eine Session gehalten über erweiterte Konfigurationen für Livestreaming mit Teams Live Event, Encoder produziert mit Integration von NDI und so weiter. Ist super angekommen, viel tolles Feedback bekommen. Und das werde ich, falls ihr das gerne mal hören wollt, am 27.04., das ist Dienstag in einer Woche, um 10 Uhr, in einer deutschsprachigen Session auf dem Microsoft 365 Virtual Marathon nochmal in dieser ähnlichen Form wiederholen und lade euch natürlich gerne ein, euch das anzuschauen. Es ist eine ziemlich spannende Sache, wie man wirklich mal mit NDI, mit dem Teams Meeting, mit OBS, so ein Virtual Event cool produzieren könnt, ist auch ein bisschen Vorbereitung auf, und damit der nächste Tipp, auf die Digital Academy Virtual Event Power Week. Ja, das kündige ich schon mal an. Habe ich im letzten Podcast schon angekündigt? Ich weiß es gar nicht. Die wird stattfinden vom 17. bis 20.05.2021, also in der Mitte Mai, und wird über 4 Tage gehen. Jeden Vormittag gibt es von 10 bis 11 eine Fachsession über das ganze Thema hybride Virtual Events organisieren, gestalten mit der Microsoft 365 Plattform. Am ersten Tag machen wir so ein bisschen Grundlagen, was sind die Aufgaben, wie organisiert man überhaupt so ein Event, woran muss man denken, wie präsentiert man, das ist unser Schwerpunktthema. Am zweiten Tag geht es um Teams-Webinare, um einen einfachen Live-Event, den man produziert mit entsprechenden Voraussetzungen. Am dritten Tag steigen wir dann tiefer ein, wie man so einen hybriden Event produziert mit Teilnehmern vor Ort, mit Teilnehmern remote, mit Sprechern vor Ort, Sprechern remote. Das Ganze übrigens eingebettet in ein Konzept, wie man das in ein Teams mit einbindet, um die Teilnehmer dann auch wirklich noch ein bisschen näher an diese Veranstaltung zu binden. Und der vierte Tag, da geht es um Gadgets, Kamera, Mikrofone, Setups. Darüber wollen wir am vierten Tag sprechen. Wenn ich sage wir, mache ich das zusammen mit Gernot Kühn, mit dem ich ja schon seit ewigen Zeiten die SharePoint-Sendung mache. Freue ich mich ganz besonders drauf, zumal wir an jedem Tag dann nachmittags von 15 bis 16 Uhr noch einen drauflegen und dann eine Panel-Diskussion machen mit Experten, die das Thema des Tages einfach nochmal aus ihrer eigenen Erfahrung kommentieren, beschreiben, und wir werden uns spannende Gäste einladen, die zu diesen jeweiligen Themen mal berichten, wie sie zum Beispiel ihr Studio eingerichtet haben, wie sie Video präsentieren, wie sie Storytelling machen, wie sie selber Live-Events produziert haben. Also, ich freue mich sehr, sehr drauf auf diese Veranstaltung, weil das wird sehr spannend. Allein schon die Vorbereitung macht Spaß, aber auch
Die Themen machen einfach Spaß und ihr könnt euch jetzt schon anmelden. Den Link poste ich dazu natürlich in die Shownotes. Die Veranstaltung ist kostenlos. Und der Link, ich habe auch einen Bitly-Link kreiert, der heißt bit.ly/vepwk, Virtual Event Power Week, alles in Kleinbuchstaben. So, das haben wir damit. Dann, am 29.04., ihr wisst ja, es gibt jeden Donnerstagabend um 21 Uhr seit einigen Monaten die Alex und Ragnar Show auf YouTube, LinkedIn und wo immer man sie auch finden kann. Und am 29.04. werde ich dort zu Gast sein und freue mich auch schon drauf und werde ein bisschen über Livestreaming und über dieses Themengebiet ein bisschen mit den Zuschauern sprechen und vorstellen. So, damit habe ich, glaube ich, alles gemacht. Ich gucke mal, hake mal meine ganzen Sachen hier ab. Last but not least. Ich habe mir vorgenommen, eine kleine Videoserie zu machen, die heißt Der Junge muss an die frische Luft. Hintergrund so ein bisschen, aber wieso erzähle ich euch das? Ich gehe mal an die frische Luft, beziehungsweise ich war in der frischen Luft und spiele euch das jetzt einfach mal ein. Ja, der Junge ist an der frischen Luft. Genau, ich bin nämlich jetzt draußen, weil die Witterung es langsam zulässt. Kurzer Hintergrund. Ich habe vor 2-3 Wochen mal angekündigt, ich werde eine kleine neue Videoserie machen. Die wird da heißen, der Junge muss an die frische Luft. Der innerliche Hintergrund ist, wir haben ja alle, glaube ich, in den letzten Monaten in der Covid-Krise mit Homeoffice und Remote-Working und Online-Working doch die ein oder andere Maßnahme ergriffen, damit unser Homeoffice oder unser digitaler Arbeitsplatz, ich sag mal, ein bisschen professioneller wird. Sprich, investiert in Kamera, Mikrofon, Licht, Mischpult und ich weiß nicht noch was. Sodass, wenn wir jetzt in Präsentationen sind oder in Meetings sind, mit einem vernünftigen Bild und einem vernünftigen Ton und einer vernünftigen Präsentation zu sehen sind. Hoffe ich jedenfalls, wenn ich mir so manche Präsentationen, manche Meetings angucke. Da ist auch noch Luft nach oben. Gut, das ist das, was wir gemacht haben. Jetzt blicken wir aber mal ein bisschen in die Zukunft. Und ich sag mal, der Silberstreif am Horizont zeichnet sich ab. Es ist ja irgendwann zu vermuten, dass wir mal rauskommen aus dem Homeoffice, dass wir wieder zu Kunden fahren, dass wir wieder unterwegs sind, dass wir wieder auf Konferenzen sind, Veranstaltungen sind, dass wir aber dann trotzdem noch wieder an Online-Meetings teilnehmen oder dass wir von diesen Konferenzen vielleicht mal einen Videostream machen oder ähnliches. Und dann stellt sich jetzt die Frage, wie gut war unsere Investition, die wir im letzten Jahr in das Studio gemacht haben, darauf vorbereitet, dass das Ganze auch mal mobil sein muss. Genau, und das möchte ich gerne in dieser kleinen Serie erkunden. Ich selber lege ja schon seit geraumer Zeit viel Wert darauf, dass mein Equipment, was ich habe, vielfältig einsetzbar ist. Und zwar sowohl im Studio als auch mobil. Wer mich über längere Zeit verfolgt, weiß, dass ich seit Jahren immer so ein rotes kleines Köfferchen mitnehme, in dem eigentlich immer mein mobiles Studio drin ist. Und insofern habe ich aber auch im letzten Jahr noch einige Investitionen gemacht. Und wie gesagt, meine Idee ist, ich mache kleine Videos, erkläre kurz, wie mein Setup ist, was für eine Kamera, was für ein Mikrofon, was ich sonst mitnehme, wofür ich das nehme. Dann gehe ich raus, mache damit eine Aufnahme und das ist so die Idee dahinter. Habe ich bisher noch nicht in Angriff genommen, weil ganz ehrlich, es war immer noch schweinekalt draußen. Und ich habe keine Lust, mich dann so in der Kälte dann hinzusetzen, sondern ich warte jetzt wirklich darauf, bis es konstant 15 Grad sind, ein bisschen die Sonne scheint und dann geht's los. Das war jetzt mal einfach eine Probe hier im Podcast, um auch mal zu zeigen, dass man auch ganz einfach mobil podcasten kann. Und wie mache ich das gerade? Wirklich mit der absoluten Minimalausstattung. Sprich, ich spreche hier in mein iPhone 8. Ins eingebaute Mikrofon und zeichne das Ganze auf mit der mobilen Hindenburg Recorder App. Hindenburg Journalist, das ist ja mein Tool, mit dem ich seit Jahren meine Podcasts schneide. Eine tolle Audioschnittsoftware mit einem sehr eingängigen Interface, gedacht für Journalisten, die sich halt nicht mit so tiefe Kenntnisse von einer Digital Audio Workstation brauchen, sondern einfach ein Tool, mit dem Sie schnell Ihre Audiobeiträge vernünftig, sicher und gut schneiden können. Und das kann man mit Hindenburg. Und man kann, wie gesagt, mit dem mobilen Recorder,
das aufzeichnen. Und der Clou an der ganzen Sache ist, wenn ich jetzt wieder zurück im Studio bin und ich schmeiße mein Hindenburg entweder auf dem Mac oder auf dem Windows-Rechner an, den Journalist an, und mache dann mein iPhone an, öffne dort die Hindenburg ab, verbinde mich auch mit meinem Home-Netz, dann kann ich ganz einfach per Knopfdruck aus der Hindenburg ab direkt die aufgezeichneten Audio-Files in meine Audio-Workstation Hindenburg Journalist auf Mac oder Windows übertragen. Ist zwar nur ein kleiner Gag, aber funktioniert tatsächlich gut. Und dann kann ich sie editieren, schneiden und in den Podcast einnehmen. Und deshalb sage ich mal jetzt, geht's wieder zurück ins Studio. Klang gar nicht so schlecht, ne? Kann man, ist zwar nicht optimal, aber klang jetzt gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, die Serie kommt, muss ein bisschen besseres Wetter werden. Also ich habe keine Lust dabei, Regen und Kälte rauszugehen. Das macht ja auch keinen Spaß, denn. Aber wenn es ein bisschen besser ist, gehe ich mal hier ein bisschen raus. Habe mir schon ein paar Locations überlegt, wo ich hingehen kann. Habe mir schon ein paar Setups überlegt, die ich mitnehmen kann. Und dann, wie gesagt, kann man Podcast jetzt nicht so gut darstellen, aber im Videoformat kann man gern darüber diskutieren und sprechen. Und falls ihr, wie gesagt, Tipps in der Richtung habt, selber mal eine Sendung produzieren wollt, Unterstützung braucht, wendet euch gern an mich. Ich helfe euch gern dabei. So, das war's für heute, für die 431. Ausgabe des SharePoint Podcast. Wie gesagt, viel Termine, viel los. Ich freue mich, wenn ihr bei den Veranstaltungen mit dabei seid. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt, schreibt einfach ein Feedback hier in die outlook.de, sharepointpodcast@outlook.de. Ihr findet mich schon, ihr könnt mich schon mit eurem Feedback hier überhäufen, so wie in den letzten 16 Jahren. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Feedback. Stimmt ja auch nicht. Der Feedback kommt ja immer gern persönlich, nur nicht virtuell oder digital, was aber auch nicht so schlimm ist. Also, bleibt gesund und tschüss bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Greth. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.